Hallo, meine lieben Facebook-Freunde. Ja, heute ist Videoabend bei mir. Ich mache jetzt ein Video nach dem anderen, ob das euch gefällt oder nicht. Ihr könnt es anschauen oder nicht anschauen. Ich hoffe, es macht ja Spaß. Ne? Ich überprüfe gerade meine schauspielerischen Fähigkeiten. Ne? Bin ich in der Lage, Leute zu begeistern, auch als alter Mann? Ein Video, gut. Müsste mal zum Zahnarzt. Aber das macht jetzt nicht so, das ist nicht das Thema. Das Thema ist jetzt im Moment, ich habe einen alten Roman gefunden, den ich vor Jahren mal gelesen habe. Da kommt gerade mein Hund, der stört. Nein, er stört nicht. Kuno stört nie. Das Buch heißt Die Ameise. Das ist eigentlich ein Spiegelschritt für mich. Sehr gut. Die Ameise. Ja. Die Ameisen, ein Roman von einem Franzosen, französischer Autor, erschien im Jahr 1992 in Deutsch übersetzt. Verlag weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube Pieper. Pieper Verlag steht hier. Bernhard Werber, wahrscheinlich eine andere Pronunciation in Französisch. Und da wollte ich einen kleinen Auszug vorlesen. Es geht um Ameisen, eine Kriminalgeschichte. Es ist eine reine Fiktion, aber basiert auf wissenschaftlichen Untersuchungen vom Verhalten von Ameisen. Also jetzt eine Mischung. Teildokumentation vom Arbeitsverhalten mit Fantasy und Kriminalroman. Und diese Mischung war lange Zeit ein Bestseller in diesem Jahr 1992. Ist schon ein bisschen her, aber spannend. Zunächst einmal über die Ameisen. Leiden, das Leiden der Ameisen. Sind Ameisen fähig zu leiden, steht hier. Auf den ersten Blick nicht. Die haben kein Nervensystem, das für diesen Zweck zugeschnitten wäre. Wo kein Nerv ist, kann auch kein Schmerz geleitet werden. Das mag erklären, dass Ameisenstücke mitunter noch recht lange unabhängig vom Rest des Körpers leben können. Schrecklich, damit. Das Fehlen des Schmerzes erschließt eine neue Welt der Science Fiction. Kein Schmerz, das heißt keine Angst, vielleicht nicht mal ein Bewusstsein seiner selbst. Lange haben die Insektenforscher folgende Theorie gehuldigt, die Ameisen leiden nicht, von daher leitet sich der Zusammenhalt ihrer Gesellschaft ab. Das erklärt alles und nichts. Diese Vorstellung hat noch einen weiteren Vorteil. Sie enthebt uns jeglicher Skrupel, sie zu töten. Das Tier, das nicht leidet, aber diese Auffassung ist falsch, denn die enthauptete Ameise sondert einen speziellen Duft ab. Den Duft des Schmerzes. Es passiert also etwas. Die Ameise hat keine elektrische Nervenleitung, aber sie hat eine chemische Leitung. Chemie, das ist es. Sie weiß, dass ihr ein Teil fehlt und sie leidet. Sie leidet auf ihre Art, die ganz sicher anders ist als unsere. Aber sie leidet. Dieses Ganze ist allerdings auch nur Teilwissenschaft, wie wir sie gerade gelesen haben, und zwar eben innerhalb des Romans. Ein gewisser Edmund Wells hat eine Enzyklopädie rausgebracht, Enzyklopädie des relativen und absoluten Wissens. Die gibt es nicht wirklich, nur in diesem Roman. Aber hört sich interessant an, nicht? So viel zu den Ameisen, ob sie leiden oder nicht. Im Folgenden ist ein sehr spannender kriegerische Auseinandersetzung mit von Zwergameisen mit großen roten Waldameisen beschrieben. Da mache ich einen zweiten Teil drauf, ne? Oder? Gut, lese ich dann vor. Vielen Dank. Hallo werte Freunde. YouTube und Facebook und überall, wie auch immer. Ich habe gerade mit einem ersten Teil begonnen über das Leben der Ameisen. Warum im Spiegelschutz? Bei mir sieht es nach Spiegelschutz aus. Okay. Und kurz erklärt, dass, ob Ameisen leiden, ja oder nein. Die Wissenschaft geht auseinander. Wahrscheinlich haben sie chemische Leitungen, die irgendwelche Düfte absondern, wenn sie verletzt werden. So, unter diesem Hintergrund, wie gesagt, eine Kriminalstory, aber eben schon erzählt, ein Kampf zwischen Zwergameisen und roten Waldameisen. Wunderbar beschrieben. Sie haben auch, es ist ein fiktiver Roman, wie gesagt, sie haben auch Geheimwaffen, die sie einsetzen. Zum Beispiel Panzer. Da tragen also sechs Ameisen, tragen einen riesigen Kernbeißer, wie auch immer. Ein anderes Insekt und um das schneller zu machen und laufen dann durch die gegnerische Linie und dieser Kernbeißer beißt dann nach rechts und links und beißt und macht und tut. Ne? Jetzt geht's weiter. Die Schlacht. Die Kampfhandlungen setzen um 11.47 Uhr wieder ein. Eine lange dichte Reihe von Zwergameisenkriegerinnen rückt
langsam zum Sturm auf den Klatschmohnhügel heran. Wie gedacht, dieses Buch. Ne? Die Panzer erscheinen zwischen den Blumen. Wie gedacht, Panzerkern, Beißer, 6 Ameisen laufen drunter her, tragen dieses Vieh und reine Fiktion. Auf ein Signal hin stürmen sie den Hang hinunter. Die Legion der roten Ameisen und ihrer Söldnerinnen tänzeln an den Flanken bereit, das Werk der Kolosse zu vollenden. Die beiden Armeen sind nur 100 Kopf voneinander entfernt. 50, 20, 10. Kaum kommt die erste Kornbeißerin mit den Zwerginnen, Zwergameisen, in Berührung, geschieht etwas Unerwartetes. Die dichte Reihe der, so ist der Name der Zwergameisen nun, Shigaipurianerinnen wandelt sich plötzlich in einer punktierten Linie, die Soldatinnen schließen sich zu Karrees zusammen. Wie die Römer, mit dieser Schildkrötentaktik, mit den Schildern oben drauf. Ja, so was ähnliches. Die Panzer sehen, wie sich der Feind in Luft auflöst. Haben nur noch einen leeren Gang vor sich. Niemand kommt auf die Idee, zickzack zu laufen, um mit den Zwergameisen zusammenzumachen. Die Mandibeln, also die Beißwerkzeuge, Mandibeln. Ne? Schnallen ins Leere. Die 36 Beine rennen dümmlich weiter. Ein herber Duft breitet sich aus. Das ist die chemische Botschaft, ne? So eine Ameise. Schneidet ihm die Beine ab. Lautet diese chemische Botschaft. Irgendeiner ströst den aus Pheromonenbotschaft. Ne? Und die anderen reagieren. Sogleich springen Zwergameisen unter die Panzer und töten die Trägerin, ziehen sich schleunigst wieder zurück, um nicht von der niedersinkenden Masse der Kornbeißerin, Panzer obendrauf, ne, zerquetscht zu werden. Andere werfen sich tollkühn zwischen die Doppelreihe der Trägerin, schlitzen mit den Mandibeln den schutzlosen Bauch auf, eine zähe Flüssigkeit fließt heraus, der Lebenssaft der Kornbeißerin ergießt sich auf den Boden. Schrecklich. Andere klettern auf die Kolosse, schneiden ihnen die Antennen ab, springen wieder in voller Fahrt herunter, einer nach dem anderen brechen die Panzer zusammen, die trägerlosen Kornbeißerinnen schleppen sich dahin wie Bettlägerige, sodass die Zwergameisen mühelos ihr den Rest geben können. Ein Gemetzel, grausam. Aber unter Insekten, ne? Insekten angeblich kein Schmerz, wie gesagt, haben wir gerade geredet. Horror! Einige Kadaver aufgeschlitzter Kornbeißerinnen werden von ihren 6 Trägerinnen, die nicht bemerkt haben, lächerlicherweise weitertransportiert. Jene Kornbeißerinnen, die ihrer Antennen beraubt sind, müssen erleben, dass ihre Räder, also die 6 anderen Ameisen, plötzlich nicht mehr kompatibel sind und in verschiedenen Richtungen auseinanderlaufen. Da fehlen ja hier die, ne, fehlen da. Dieses Debakel läutet das Ende der technologischen Neuerung der Panzer ein. Wie auch in, ne, abgeleitet aus dem Menschen, wie auch immer. Ne. Wie viele große Erfindungen sind auf diese Art aus der Geschichte der Ameise verschwunden. Weil die Parade, also der Konter wurde zu schnell erfunden. Ja, und nun, die Einheiten der Roten und ihrer Söldnerinnen, die die Panzerfront flankieren, stehen plötzlich ja ganz allein da. Was nun? Die Roten und ihre Söldnerinnen können nur noch zum Rückzug blasen. Sie schließen sich auf dem Kamm, also auf so einem kleinen Hügel wieder zusammen, beobachten die Zwerginnen, wie sie sich erneut formieren, die langsam immer noch in kompakten Blöcken zum Sturm ansetzen. Was nun? Ein beängstigender Anblick. In der Hoffnung, Zeit zu gewinnen, tragen die kräftigsten Soldaten Kieselsteine herbei, und lassen den Hügel herunterrollen. Aber diese Lawine hat wenig Erfolg. Was nun? Die belokanischen, roten Ameisen, suchen verzweifelt nach einer Lösung, aus diesem Schlamassel zu entkommen. Einige Kriegerinnen schlagen vor, die alten Kampftechniken wieder aufleben zu lassen. Warum nicht? Warum nicht ganz einfach Artillerie einsetzen? Säure. Genau. Sicher. Säure ist gefährlich. Sie tötet in einem Handgemenge Freunde wie Feinde. Aber sie gehen in Gefechtsposition. Fest verankert mit dem Fiend dabei den Hinterleib nach vorn geknickt, sodass sie nach rechts und links, nach oben und unten schwenken können und den besten Schusswinkel auswählen. Die Zwergameisen im Augenblick unmittelbar unter ihnen sehen tausende von Hinterleibern, die sich über den Kamm schieben. Und sie ziehen nicht sofort den richtigen Schluss, die armen Zwergameisen. Die haben gerade Anlauf genommen und haben sich beschleunigt, um die letzten Zentimeter des Hangs zu bewältigen. Pheromonbefehl, Angriff in geschlossenen Reihen. Neue Duftstoffe. Ein einziger Befehl, ein einziges Wort halt durch gegnerische Lager, feuerfrei. Die nach vorn gerichteten Bäuche spritzen ihr ätzendes Gift auf die Blöcke der Zwergen. Die gelben Strahlen zischen durch die Luft, peitschen die ersten Reihen von Angreiferinnen voll entgegen. Als erstes schmelzen die Antennen, die Tröpfel auf den Schädel, dann verteilt sie das Gift auf den Panzer, dann löst sie auf, als wären sie aus Plastik. Es ist ein schreckliches Bild. Es sind Insekten, nicht zu vergessen. Es sind Insekten. Ne?
Aber man denkt schon mal drüber nach. Nur Insekten? Naja, wie auch immer. Die gemarterten Körper sinken zusammen und bilden eine schmale Sperre, die die Zwerginnen in Straucheln bringen. Wütend fassen sie sich erneut, stürmen erneut auf den Kamm zu. Oben hat eine Reihe roter Artilleristinnen den Platz ihrer Vorgängerin eingenommen. Nachladen sozusagen. Frische Säure. Ne? Feuer, da geht's schon wieder los. Die Blöcke brechen auseinander, aber die Zwerginnen rücken weiter vor, trampeln über die weichen Toten hinweg. Eine dritte Reihe Artillerie. Die Leimspuckerinnen kommen dazu. Können auch, gibt's doch welche, die Leimspuckerinnen. Diesmal explodieren die Blöcke der Zwerginnen förmlich. Ganze Gruppen schlagen sich in Leimpfützen um sich. Die Zwergameisen versuchen zu kontern, aber es klappt nicht. Indem sie ebenfalls versuchen, Säure zu verspritzen, aber sie haben zu wenig. Und die Reichweite ist zu gering. Die Säuretropfen der beiden Lager kreuzen einander. Angesichts der mageren Resultate verzichten die Shigayupuyanerinnen, so heißen die Zwergameisen, hier in dem Roman, auf einen weiteren Einsatz. Zusammenrücken, Feuer, antwortet Nero. Eine weitere Salve aus Säure und Leim. Trotz der Anstrengungen der Schützen gelingt es den Zwergameisen, den Hügel zu erklimmen. Ihre Gestalten bilden eine schwarze, nach Rache dürstende Reihe. Hier möchte ich einfach mal enden, weil es geht unheimlich spannend weiter und die Schlacht dauert noch ewig lang, aber die Beschreibung ist doch sehr vielfältig, sehr fantasievoll, finde ich. Ich meine, das lesenswert Buch, es ist Trivialliteratur, heißt es, glaube ich. Ne? Ich bin ja nicht so bewandert, nicht so studiert, aber spannend zu lesen. Ein Krimi, nebenbei läuft ein Kriminalroman ab, da gibt es Spione innerhalb des Ameisenbaus, die dann bestimmte, nach einem gewissen Felsenduft riechende andere Ameisen als Spioninnen enttarnen und bekämpfen innerhalb des Ameisenbaus. Also spannend, aber gleichzeitig auch wiederum die. Der Aufbau eines Ameisenbaus, hundertprozentig wissenschaftlich beschrieben. Da geht es ja nicht nach Tages- und Uhrzeit, sondern nach Temperatur. Bei einer bestimmten Temperatur, wenn die Morgensonne auf dem Bau fällt, werden die wach, die Ameisen. Ne? Im Sommer auch in anderen. Und die ändern sich. Da werden zum Beispiel die Räume, wo die Puppen der Ameisen, also die Eier und die Larven, aufbewahrt werden, nach diesen Temperaturen praktisch ausgerichtet. Das heißt also, der entsprechend wichtige Punkt, wo die richtige, der muss ja nicht die heißeste sein, aber die richtige Temperatur in dem Raum entsteht, Sonnenstand und so weiter, dort werden die Puppen gelagert, der Nachwuchs. Dann gibt es Beschreibungen, wie jetzt zum Beispiel ein Grünspecht so einen Ameisenbau angreift. Es ist einfach phänomenal, diese genauen spezifischen Beschreibungen und dann gleichzeitig wiederum, wie die Ameisen sich verteidigen und den Grünspecht umbringen. Kann ich, das ist so, kann ich gar nicht beschreiben. Also, möchte man auch nicht so gerne, aber sehr realistisch und spannend. Ja, vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Soweit so gut. Das Buch heißt Die Ameisen von Bernhard Werber. Erschien 1992 im Piper Verlag. Gibt es bestimmt als Sachenbuch. Der hat drei Teile geschrieben. Später, weil er so viel Erfolg hatte. Ich weiß nicht, die anderen beiden. Naja, muss jeder selbst entscheiden. Aber das finde ich, wie gesagt, der erste Teil. Klasse. Tschüss, Freunde.